lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. So, gibt's denn hier noch irgendwo was? Nope. Den kannten wir schon. Das ist der mit der Gravity-Waffe. Ah. Hallo. Nur mal kurz anhauen, ne? Ha. Wo ist dann... Ja, komm, jetzt killen wir dich halt. Wo ist das Ding, wo uns der Monkey hingeführt haben wollen würde, tun? Oh, hallo. Ich finde dieses Gebiet nie. Ich werde es nie finden. Jetzt sind wir im Kampf mit der großen Krabbe. Lass mal hier abhauen erstmal. Hier unten ist es auch nicht. Das ist schon Todesfallschaden. Du hast ja die Tage schon gesagt, dass ich endlich mal wieder hin soll. Ja. Wie schwer fandst du den jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr so schwer, ne? Dadurch haben wir jetzt auch wieder unseren Runenbogen verloren. Geil. Wo ist das Ding, wo uns dieser Affe, der da hinschicken wollte? Ich... Boah, ey. Nein, jetzt war der easy. Ja, hab ich schon fast gedacht. Hast du ihn auf dem Pferd gemacht oder 1v1 auf Rust-Basis? Ich habe den auf jeden Fall mit Pferd gemacht und auf Pferd war der doch sehr, sehr easy. Ist das vielleicht auf der Insel da hinten? Das kann auch sein, dass er da irgendwo ist. Oh, nicht gestorben. Ist halt auch legit nirgends eine Höhle. Der meinte an der Küste. Mann. Ha. Okay. Lieber nur der Händler. Du hast auch nichts Interessantes mehr so wirklich, ne? Ne, du hast die Start-Items so ein bisschen. Gehen wir ihn trotzdem mal. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Warum hat uns dieser dumme Affenmensch nicht genauere Angaben gegeben? Bin ja auch zu OP für Limgrave. Sagt niemals, dass du zu OP für was bist. Wo konnte man die Drachenherzen abgeben?
Kann ich dir zeigen. In Kaelit. Und dann musst du hier hin. Zur Kathedrale der Drachen. Kommunion. Ganz im Süden von Kaelit. Südöstlich. Hier haben wir halt auch alles untersucht. Mann. Google jetzt, actually. Elden Ring. Westline. Nicht Runny. Sidequests. Whitefest. Ist der das? Nope. Ja, es ist. First Encounter. The Coastal Cave. Wo ist der Coastal Cave? What? Da waren wir doch gerade. Die ist hier. Ja. What? Giga los. So, du, da musste ich mir nicht weiter was angucken. Okay, ich habe es jetzt markiert, wo das Ding ist. Gehen wir da hin. What? Da sind wir doch locker 2, 3, 4 Mal oder so vorbeigelaufen und haben nie was gesehen. War das gerade ein super mega Doppelsprung, den wir gemacht haben? Jetzt besser angefühlt als die davor. Hier. Hier irgendwo. Hier unten. Ist die Markierung noch da? Ja. Hier sind wir doch auch schon lang gegangen. Oder ist hier so eine versteckte Wand oder so? Nee. Boah, ist das Ding klein. Ja, komm. Da geht's weiter mit dem Quest. Wow. Okay. Markierung weg, ab in die Küstenhöhle. Die habe ich Tatsache nie entdeckt. What? Mein Gott, okay. Dann rushen wir hier kurz durch. Hier wird's eh nicht wirklich viel. Das war der Kollege, den ich besucht habe. Von dem haben wir die Nebenquest von, keine Ahnung, wie lange Zeit angenommen. Boah, bestimmt irgendwann 50 Stunden. Aber ich habe diese Höhle nie gefunden. Der meinte an der Küste. Aber das ist echt. Whatever. Sicher. Du siehst mein Level, oder? Du siehst, dass ich deine ganzen bösen Freunde hier one-shotte, oder wie? Okay, dann sagen wir das Gleiche. Ah, guten Tag, die Herren. Ich bin hier einmal, um Kammerjäger zu spielen. Ich habe mit einer Attacke 2 von euch gekillt. What? Er hat ein bisschen mehr ausgehalten.
Ich glaube, ich hätte hier ein bisschen früher sein sollen in diesem Gebiet. Eierstock. Wait, das ist ein goldenes Rufzeichen? Der hätte wahrscheinlich auch bei Dingens dann mitgespielt. Rodan. So. Hallo. Mal gucken, ob wir den Bossfight gewinnen, ohne etwas zu machen. Aber wir übernehmen mal den anderen Herrscher. Schneiderei-Werkzeug und Nähnadel hätten wir hier bekommen, aber wir haben inzwischen schon die goldenen Versionen davon. Ja, ne? Anfangsgebiet und so, ne? Das Schraten, damit hätten wir schon viel früher unsere Ausrüstung ändern können und so. Können uns übrigens noch 6er reskillen, nice. Eine große Nähnadel geformt wie ein Reißzahn, der wertvollste Besitz des Halbmenschen Box. Ein tragbarer Satz Schneidereiwerkzeug ermöglicht Rüstungsänderungen an Orten der Gnade. Wir hätten so früh schon Rüstungsänderungen vornehmen können. Zurückkommen. Hab die Drachenakademie nicht gefunden, aber dafür eine Katakombe, danke. Sehr schön. Alle Wege führen nach Rom und Rom ist nun mal einfach, ne? Spaß am Spiel zu haben. Hey, die Höhle geht ja noch weiter. Und hier kommt man dann in das Gebiet, wo ich schon keine Ahnung, wie lange er hin wollte. Nur wenn man sowas Kleines übersieht. Ah, es ist halt. Es ist wunderschön. I love it. Cool. Können wir noch hier ein bisschen mehr erkunden? Ich meine, das ist jetzt alles Anfang des Spiels Content. Aber hey. Was soll's? Dubidubidub. Akademie ist bestimmt oben und nicht unten davon. Die ist hier. Ort der Gnade. Die Boss haben auch so wenig Runen gegeben, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass wir überhaupt zwei Bosse gelegt haben. Machen wir mal bei Zaubereien kurz den wieder raus. Oh, die Bestienklaue können wir. Wir brauchen keine Zauber. Zumindest noch nicht. So, was haben wir hier? Basti, wenn du noch einen anderen Ort haben willst, wo man Drachenherzen geben kann, hier. Hier geht das auch. Da und da. Hier ist die Kirche der Drachenkommunion und hier ist die Kathedrale der Drachenkommunion.
Hallo, Zufall? What? Wie hoch ist denn die Chance, bitte, dass wir noch so ein Ding finden? Hier kann man hier andere Sachen bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob die anders sind, aber es sind auf jeden Fall die schwachen Dinger. Naja, cool. What the fuck? Das ist wirklich das Letzte, womit ich gerechnet hätte, dass hier noch so ein Drachending ist. Hätten wir auch im Early Game machen können. Mit dem Drachen, den wir gekillt haben, hätten wir so früh einen Drachen. Naja, Zauber. Glauben, Gedöns, Dingens machen können.